Hallo und schönen guten Tag hier auf meinem Kanal von Aus dem Leben gefilmt. Ich bin der Marc und habe heute ein Unboxing mit euch vor. Ich habe den Crane 3 Lab zur Verfügung gestellt bekommen und den zeige ich euch nach dem Intro. So, hier ist er. Das gute Stück, gerade frisch eingetroffen. Wir haben locker 2 Monate darauf warten müssen. Und dann schauen wir mal rein, was denn alles so drin ist. So, wir haben mittlerweile den von Ciun typischen Hartschalenkoffer dabei in Anthrazitfarben. So, da haben wir unsere Innereien. Wir haben eine Kurzbedienungsanleitung dabei. Dann haben wir eine typisch für Ciun diese Taschen. Für den Transport echt gut geeignet und da befinden sich die Kabel drin. Diesmal eine relativ große Anzahl verschiedener Kabel. Wir gucken uns das mal kurz zusammen an. Hier haben wir ein USB auf Micro-USB-Kabel. Dann haben wir ein USB 3 zu Multi-Kabel. Dann haben wir ein USB 3 zu USB Mini 8P plus 2,5 mm Klinkenkabel dabei. Dann haben wir USB 3.0 zu USB-C Kabel. Ein USB 3 zu USB Mini Kabel. Ein USB 3 zu USB Micro Kabel. Und hier ist noch ein kleines Geheimfach. Und da haben wir 2 HDMI Mini zu HDMI Mini Kabel dabei. Ist das zweimal das gleiche? Nee, einmal nur HDMI Mini und einmal HDMI Mini zu HDMI Micro. So, das war's zu den Kabeln. Dann haben wir hier den kleinen Tripod, den man natürlich auch als Handstück verwendet. Super Verarbeitung, muss ich sagen. Also er ist relativ schwer, ist aus Metall mit Gummierung, damit man sich auch im Winter die Pfoten nicht abfriert. Dann haben wir hier den Crane 3, das gute Stück. Also hat echt eine wertige Anfassung, muss ich sagen. Auf den ersten Blick kommt er zumindest schon mal ganz gut rüber. Die Schnellwechselplatte für den Crane 3. 3 Akkus und für Ciun typisch das Ladegerät. So, das war's auch schon. Das ist alles dabei. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich das gute Stück mal getestet habe. Eventuell plane ich gerade ein Testvideo, ein Vergleich zum Crane 2, zum Crane 3. Also, wir sehen uns im nächsten Video und lasst mir wie immer ein Abo da. Bis dann.